Moinsen, ihr Liebelein. Ein kleines Outfit of the Day und zwar ein Special. Ich wollte eigentlich gar nicht heute, ja, ich wollte so ein Filmchen eigentlich gar nicht drehen, weil ich eigentlich relativ normal aussehe, aber ich wollte euch ein Schätzchen zeigen, das ich noch von meiner Mutter habe. Das heißt, dass das Ding also über 43 Jahre alt ist, weil meine Mutter das als Teenie irgendwie getragen hat. Und zwar ist es ein Teil, das man heute auch durchaus noch super tragen kann. Und das habe ich dann nie weggetan, weil ich immer gedacht habe, es kommt wieder und es ist ja momentan auch total in. Ich habe auch noch eine Jeans von ihr, aber da passe ich im Moment nicht rein. Da müsste ich dann doch so 5 bis 7 Kilo weniger haben. Aber die habe ich auch lange noch getragen. Kommt aber auch nicht weg, die werde ich noch in 20 Jahren liegen haben. Also da ist immer ein Plätzchen für über. So, ich zeige euch einmal erstmal das, was ich jetzt gerade anhabe, weil ich das T-Shirt so niedlich finde. Und danach zeige ich euch das Retro-Teil, das echte Retro-Teil. Moment. So, das finde ich nämlich total süß. Mit den kleinen Ballons da unten und sowas. Hallo. So, und jetzt pass mal auf, Moment. So geht's am besten, ne? Tada! Ist die nicht niedlich? Das ist wirklich mal ein Retro-Teil. Das ist wirklich aus den, was ist es denn dann? Ja, aus den 60er Jahren. Das ist eine richtige Hippie-Weste. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Alles Liebe und schönen Gruß an Sandra Deschamps, weil die ja meine Outfits of the Day so liebt. Alles Liebe, bis dann. Tschüss.